Eiligen Schrittes geht Rabbiner Jaron Engelmeier auf den Wiener Stadttempel zu. Schön, dass Sie bei uns sind. Oskar Deutsch, Präsident der EKG Wien, empfängt den Gast. Der gebürtige Schweizer war bereits einige Jahre als Gastrabbiner in Deutschland tätig. Aktuell ist er Gemeinderabbiner in Karmiel, einer kleinen Ortschaft im Norden Israels. Zu den im Herbst begangenen hohen jüdischen Feiertagen war der 43-Jährige als Gastrabbiner im Wiener Stadttempel. Diese Synagoge ist die Hauptsynagoge der Gemeinde. Es ist das Herzstück, das Kernstück der Gemeinde. Und hier als Rabbiner die Feiertage verbringen zu dürfen, ist auch eine große Ehre. Und wenn wir uns umschauen, es ist eine sehr schöne, prachtvolle Synagoge. Das ist auch eine Seltenheit. Umschauen wollte sich Rabbiner Engelmeier auch im jüdischen Wien. Erster Stopp, das Jüdische Museum. Museumsdirektorin Danielle Sperrer empfängt den Gast. Für Rabbiner Engelmeier ist ein jüdisches Museum eine wichtige Einrichtung, aber noch nicht das Entscheidende in der Vermittlung von Judentum. Um das Judentum richtig kennenzulernen, ist es auch wichtig, ein gelebtes Judentum zu kennen. In Wien gibt es eine starke jüdische Gemeinschaft und die ist sichtbar auf den Straßen und man kann die Leute ansprechen und dann vervollständigt sich das Bild, wenn man so das Judentum auch im Heute und Jetzt in unserem Leben kennenlernt und nicht nur über ein Museum. Das Jüdische Museum gewährt Einblicke in verschiedene Facetten des Judentums. Was für Rabbiner Engelmeier das Judentum ausmacht? Für mich ist Judentum ein Teil meines Selbstverständnisses. Ich bin aufgewachsen in einer jüdischen Familie, habe es aber auch ganz besonders für mich entdeckt in meiner Jugendzeit, die Tiefe des Judentums, die verschiedenen Bereiche, die das Judentum berührt, die Tiefe, die es mit sich bringt. In jedem Lebensbereich hat es was zu sagen und das Tag für Tag zu leben und Neues zu entdecken und es mit einzubeziehen in das Alltagsleben, es anderen vermitteln zu können, das ist etwas, was mich ganz besonders erfüllt. Auf zum nächsten Stopp, eine jüdische Buchhandlung mit Kaffeebetrieb. Rabbiner Engelmeier erzählt, wie Wien auf ihn wirkt. Für mich ist Wien eine Weltstadt, offen mit einem besonderen Flair. Es gibt hier Literatur, es gibt hier Kaffeehäuser, die Wiener Gemütlichkeit und das verbindet sich an diesem Ort wunderbar. Judentum und Bücher. Ein Sinnbild, das auch beim Wiener Holocaust-Mahnmal zu erkennen ist. Die Idee, dass jeder Mensch ein Buch ist und diese Bücher hier für immer verschlossen bleiben, weil eben ihre Leben mittendrin aufhören mussten. Das ist eine sehr starke Idee, die hier zum Ausdruck kommt, sehr bewegend. Es ist auch ganz wichtig, dass solche Denkmäler mitten in der Gesellschaft ihren Platz haben. Vom Platz für Denkmäler zum Theodor-Herzl-Platz am Wiener Ring. Herzl legte in Wien 1896 mit seinem Buch Der Judenstaat den Grundstein für die Idee des Staates Israel. Israel ist für uns heute das Herzstück des jüdischen Volkes. Jeder Jude auf der Welt fühlt sich auf die eine oder andere Weise mit Israel verbunden. Ich persönlich bin in einer zionistischen Familie aufgewachsen und sowohl ich als auch meine Geschwister haben jeder für sich sich entschieden, in Israel sein Leben aufzubauen, zu gründen und lebt dort mit seiner Familie. Für den herbstlichen Besuch in Wien kam Rabbiner Engelmeiers Familie mit. Wo der fünffache Familienvater den Platz des Judentums in der Gesellschaft sieht? Die meisten Juden wollen Teil der Gesellschaft sein, leisten ihren Beitrag. Gleichzeitig möchte man aber auch mit allen Eigenheiten akzeptiert werden, nicht nur toleriert, sondern auch wirklich sein Leben leben können und dass das als eine Bereicherung der Gesellschaft angesehen wird. Besonderheiten einer Minderheit als Gewinn für die Mehrheitsgesellschaft sehen. Eine aktuelle Herausforderung.